Ist das Tasmanian Tiger Redback MK3 tot? Wird es das nicht mehr geben? Ist es ein Auslaufmodell? Und wenn du eins haben willst, musst du das vielleicht noch schnell kaufen. Die Antwort ist, bleib dran, ich verrate dir. Hallo, willkommen, da ist der René Rossmann. Schön, dass du dabei bist. Ich habe gestern ein Video hochgeladen, das ist schon über eine Woche alt, und zwar von der IWA 2022. Und dort habe ich meinen neuen Tasmanian Tiger Liebe gefunden. Ein Rucksack natürlich, was sonst, ja? Wenn du das Video noch nicht gesehen hast, oben beim i klicken. Und da habe ich ganz emotional und so richtig, yeah, mit vollem Drive, weil ich wirklich so fasziniert war davon, über diesen Rucksack berichtet. Und das ist meiner Meinung nach der Nachfolger vom Tasmanian Tiger Redback MK3. Ich habe übrigens bei der Messe keinen Alkohol getrunken, wirklich nicht. Ich habe nur extrem viel Kaffee gesoffen. Es war schon Abend und vielleicht war ich deswegen etwas überdreht, aber das ist nicht der Punkt. Du willst ja jetzt wissen, wird das Tasmanian Tiger Redback MK3 nie wieder hergestellt? Musst du jetzt noch schnell kaufen? Übrigens, billige Eigenwerbung, das ist ein gibt es natürlich bei mir im Shop. Und die Antwort ist, sage ich dir gleich. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Nein. Anscheinend ist das vielleicht bei dem einen oder bei der anderen nicht so angekommen. Oder vielleicht habe ich es auch missverständlich formuliert. Das Tasmanian Tiger Redback MK3 bleibt das, was es ist. Und wird es auch weiterhin geben. Also es braucht jetzt niemand verrückt spielen und sagen, ich muss doch schnell eins kaufen. Du kannst aber eins kaufen. Und eins muss ich auch dazu sagen. Wenn du diesen Impuls hattest, zu sagen, ich muss noch schnell eins kaufen, weil ich habe noch keins, dann würde ich dem Impuls nachgeben. Wirklich. Denn anscheinend gibt es etwas in dir. Irgendetwas in dir sagt dir, ich brauche diesen Rucksack. Aber irgendwas hält mich noch davon ab. Wenn du dieses Gefühl hast, wenn du glaubst, dass du das nicht mehr kriegst, diese Scarcity, diese Verknappung, diese verdammt, das kriege ich bald nicht mehr. Wenn du dieses Gefühl gehabt hast, dann solltest du dir ihn jetzt kaufen, denn dann willst du ihn wirklich. Glaube ich zumindest. Musst aber du wissen. Billige Eigenwerbung gibt dir natürlich den Link. Nein, Spaß beiseite. Dieser Basecamp 52, glaube ich, heißt er, kannst dich unten auch bei mir in die Warteliste eintragen. Der wird im Sommer 2022 erwartet. Der ist eine Evolution, der ist eine Weiterentwicklung und beide Rucksäcke werden nebeneinander bestehen. Das eine, Redback MK3, ich habe schon 100.000 Videos dazu gemacht. Ich habe ihm sogar ein Geburtstagsständchen gesungen, dem Redback MK3. Ich habe jetzt in schwarzer Ausführung, die grüne Olive habe ich ausgemustert, nach vielen, vielen Jahren. Ich kann nur sagen, beide Rucksäcke können nebeneinander existieren. Das eine ist ein ganz, Tasmanian Tiger Redback MK3 eben, ein ganz klares Konzept, da wird vorgegeben, das ist zu tun, das kannst du damit machen, fertig, ein paar Taschen noch und aus. Und das andere, dieses Basecamp 52, ich glaube, dass es so heißt, schau nach, ist ein Sack mit Seesack-Funktionalität und zumachen und erweitern, wie ich gesagt habe, aber sonst geben da die nichts vor. Das heißt, welche Taschen du seitlich vorne mittig, schräg drauf popst, ist deine Entscheidung. Und das habe ich ganz einfach genial gefunden. Also ich finde, dass beide ihre Berechtigung haben und der Redback MK3 wird trotzdem weiter bestehen. Und warum mache ich das Video überhaupt? Weil es so viele Anfragen gegeben hat, die gesagt haben, wir müssen alle sterben, das Redback MK3 ist aus. Reini hat das, wenn er es denn wirklich so gesagt hat, nicht so gemeint. Nein, es ist eine Evolution, eine Weiterentwicklung und beide wird es weitergeben. Und Ausmaß. Das war's. Wenn ich dich verwirrt habe und dich in Schockstarre versetzt habe, dann tut mir das ein bisschen leid. Aber nur ein bisschen. Das war's jetzt. Ich gebe dir den Link zum Redback MK3. Kannst du bei mir kaufen? Kauf ihn. Weil vielleicht kommt wirklich irgendwann einmal der Tag, wo es ihn nicht mehr gibt. Und dann sagst du, wirklich nur. Man bereut ja das, was man nicht gemacht hat. Ne? Nicht das, was man getan hat, sondern das, was man nicht gemacht hat. Also überleg das. Oder wenn du sagst, ich habe es schon, aber dieses neue Ding, ich muss es haben. Trag dich in die Warteliste ein. Und natürlich, ich muss billigste Eigenwerbung immer machen. Vielleicht magst du auch die René Rossmann Messe anschauen, den Bushcraft Beaver oder den Irbis. Ganz wie du magst. Auch da gebe ich dir den Link unten in meinen Shop, weil ich ein billiges Eigenwerbevideo verrücktchen bin. Daumen nach oben oder nach unten, ganz wie du magst. Und ich habe übrigens wieder keinen Alkohol getrunken, sondern urviel Kaffee, Intus und grünen Tee. Abo dalassen, Kommentar schreiben. Ein paar andere Videos, dann René Rossmann und Tasmanian Tiger Redback MK3 rocks.